Angeln ist mehr als Fische fangen. Das wissen die über 3 Millionen Angler in Deutschland. Der DAV. Offen für alle Angler. Der DAV ist ein Spitzenverband der Angler in Deutschland. Seit seiner Gründung im Jahr 1954 tritt er entschieden für ihre Interessen ein. Im DAV sind 15 Landes-, 2 Regional- und 5 Spezialverbände organisiert. In diesen Vereinen haben sich über 170.000 Angler unter dem Dach des DAV zusammengeschlossen. Als Mitglied in der Europäischen Anglerföderation und im Weltanglerverband CIPS vertritt der DAV die Interessen der Angler auch auf internationaler Ebene. Immer mehr Entscheidungen, die die Angelfischerei betreffen, werden nämlich gar nicht mehr in Deutschland getroffen. Man denke nur an das Aalmanagement, wo Brüssel den Rahmen vorgibt. Daher ist es besonders wichtig, direkt vor Ort aktiv Einfluss zu nehmen. In der Bundesgeschäftsstelle in Berlin laufen die Fäden zusammen. Sie ist der erste Ansprechpartner für Anfragen aller Art. Neben dem Bundesgeschäftsführer sind weitere Mitarbeiter für die Angler da. Die Geschäftsstelle kümmert sich um die Mitglieder- und Finanzverwaltung sowie die Vertretung des DAV. Eine besondere Aufgabe liegt in der Interessenvertretung auf der politischen Ebene. Dazu ist der Sitz in der Bundeshauptstadt besonders gut geeignet. Jedem Mitglied werden hervorragende Angelbedingungen geboten. Da die Landesverbände des DAV zum überwiegenden Teil die Gewässer gepachtet oder gekauft haben, können ihre Mitglieder an all diesen Gewässern ohne bürokratische Hürden angeln. So stehen zum Beispiel den Angelfreunden in Berlin-Brandenburg rund 14.500 Hektar Gewässerfläche zur Verfügung. Dort kann man mit nur einer einzigen Lizenz angeln. Ähnliches gilt natürlich auch für andere Verbände des DAV wie Sachsen und Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus profitiert die Mehrzahl der Angler im DAV von über Landesgrenzen hinausgehenden Kooperationen. Diese ermöglichen es, kostengünstig in Gewässern anderer DAV-Mitgliedsverbände der Angelleidenschaft nachzugehen. So bildet sich ein gewaltiger Gewässerfonds mit über 70.000 Hektar Wasserfläche. Das ist ein einzigartiger Schatz für Angler in Deutschland. Angeln ist schon lange keine Männerdomäne mehr. Nicht nur beim Casting greifen immer mehr Frauen zur Angelrute. Zwar sind nicht alle so erfolgreich wie die mehrfache Weltmeisterin Jana Meisel, doch Spaß und Freude lässt sich ohnehin nicht mit Titeln messen. Auch die Jugendarbeit wird im DAV großgeschrieben. Viele Vereine betreuen eine Jugendgruppe, in der der Nachwuchs ans Angeln herangeführt wird. So lernen schon die Kleinsten die Zusammenhänge in der Natur kennen und wertschätzen. Günther Markstein ist der Präsident des DAV. Mit über 60 Jahren Erfahrung als leidenschaftlicher Angler weiß er, wovon er spricht. Der Deutsche Anglerverband hat natürlich auch eine ökologische Bedeutung. Wir sind dafür da und dafür setzen wir uns auch vielfältig ein, dass die Natur, dass unsere Gewässer erhalten bleiben und wir auch weiter dann in späteren Generationen angeln können und nachhaltig fischen können, dass noch Fisch da ist für unsere Nachfahren. Unseren Fischbeständen droht von mehreren Seiten Gefahr. Besonders betroffen ist der Aal. Zogen vor 10 Jahren noch zahlreiche Fische die Flüsse hinauf und hinab, sind die Bestände inzwischen eingebrochen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Übermäßig viele kleine Wasserkraftanlagen und andere Flussverbauungen hindern den Aal an seinen Wanderungen. Auch für Lachse, die zum Laichen vom Meer mitunter mehrere hundert Kilometer die Flüsse hinaufziehen, bilden die Wasserverbauungen ein unüberwindbares Hindernis. Das gilt auch für andere Wanderfischarten wie die Meerforelle oder den Stör. Um diesen Fischarten zu helfen, beteiligt sich die Anglerschaft maßgeblich an Wiederansiedlungsprogrammen für fast ausgestorbene Fischarten.
So sind Meerforelle und Lachs auf gutem Weg, nach über 100 Jahren unter anderem in der Stepenitz in Brandenburg wieder heimisch zu werden. Ohne die massive finanzielle Unterstützung der Anglerschaft sowie ihrer unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wäre dieser Erfolg nicht erreicht worden. Nun gilt es, die Bestände auszubauen und zu stabilisieren. Dazu müssen alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen. Eine Bedrohung für die Artenvielfalt unter Wasser sind die massiv gestiegenen Kormoranbestände. Waren es um 1980 noch unter 1000 Brutpaare in Deutschland, wird der Bestand heute von der Bundesregierung auf 140.000 Vögel geschätzt. Bei einem Nahrungsbedarf von 300 bis 500 Gramm pro Tag und Tier resultiert daraus eine Fischentnahme durch Kormorane zwischen 15.000 und 25.000 Tonnen pro Jahr. Sie fressen somit mehr als alle Angler und Binnenfischer zusammen in einem Jahr in ganz Deutschland fangen. Darüber hinaus sterben noch unzählige Fische, die stark verletzt, aber nicht gefressen werden. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Europaweit gibt es derzeit mehr als 2 Millionen Kormorane. Das macht eine nachhaltige fischereiliche Bewirtschaftung unserer natürlichen Gewässer unmöglich und gefährdet Artenschutzprogramme. Die Kormoranbestände haben sich in Deutschland und in ganz Europa in den letzten Jahren, man kann fast sagen, explosionsartig vermehrt. In Deutschland sind die Brutbestände von weniger als 1000 Brutpaaren im Jahr 1980 auf über 20.000 Brutpaare angewachsen. Das hat gewaltige Auswirkungen auf die Fischbestände und die Fischerei. Und deswegen unterstützt der Deutsche Anglerverband die Forderungen des Deutschen Fischereiverbandes nach einem Management für den Kormoran. In dem vorgesehenen Managementplan ist es angedacht, die Kormoranbestände in den nächsten 3 Jahren auf 50% zu reduzieren. Dabei geht es nicht um einen Ausrottungsfeldzug, sondern um ein verantwortungsvolles Management, wie es bei Rehen oder Wildschweinen selbstverständlich ist. Regionale und länderübergreifende Lösungsansätze müssen in Deutschland intensiviert werden. Um zu verhindern, dass einzelne Gewässer oder Flusssysteme fischleer werden, stützen Angler mit gezielten Maßnahmen die Bestände. Dazu gehört umfangreicher und teurer Fischbesatz, zum Beispiel von Aalen und Lachsen. Dies finanzieren die Angler im DAV mit ihren Vereinsbeiträgen. Bei zahlreichen Hegeangeln fangen sie sogar selbst Fische, um sie etwa aus Gewässern mit hohem Bestand in stark geschädigte Systeme umzusetzen. Beim International Anglers Meeting in Brandenburg kommen jährlich mehrere hundert Angler aus ganz Europa zusammen. Damit ist das Treffen das größte Hegefischen Deutschlands und eine der größten Veranstaltungen dieser Art Europas. Viele engagierte Top-Angler folgen dem Ruf des DAV. Die Zuschauer haben die einmalige Möglichkeit, diesen Koryphäen über die Schulter zu schauen. Das Angeln dient der Hege und ist gleichzeitig willkommener Anlass zum internationalen Erfahrungsaustausch. Am Ende werden die besten Angler geehrt. In anderen Ländern haben Bevölkerung und die Politik die Notwendigkeit einer Stärkung des Angelsektors schon lange erkannt. Der DAV setzt sich dafür ein, dass auch in Deutschland die Bedeutung des Angelns besser wahrgenommen wird. So hat er gemeinsam mit der Arbeitsgruppe um Professor Dr. Robert Arlinghaus vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und der Humboldt-Universität zu Berlin die 6. World Recreational Fishing Conference nach Deutschland geholt. Diese Weltkonferenz zur Freizeitfischerei fand im August 2011 in Berlin statt. In der Humboldt-Universität trafen sich führende Wissenschaftler aus aller Welt, um über nachhaltiges Angelmanagement zu diskutieren. Dr. Thomas Meinelt ist der DAV-Referent für Gewässer und Naturschutz. Der Fischereiwissenschaftler berät in Fachfragen, erstellt Gutachten und vertritt den Deutschen Anglerverband bei wissenschaftlichen Veranstaltungen. Der Deutsche Anglerverband sieht die dringende Notwendigkeit, Informationen über die Angelfischerei auf internationalen Konferenzen auszutauschen.
Diese Informationen helfen nicht nur Fischbestände, sondern auch das Verhalten der Anglerschaft zu managen. Auf diesem Wege können Fischbestände nachhaltig geschützt und auch genutzt werden. Einen ganz erheblichen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz leisten die Vereinsmitglieder vor Ort. Sie pflanzen Bäume, sammeln Müll oder stellen Nistkästen auf. Bei jährlich stattfindenden Umwelttagen werden mehrere tausend Angler mobilisiert. Sie setzen sich in den verschiedensten Projekten für das Allgemeinwohl ein. Hier entsteht zum Beispiel eine Rollstuhlrampe, sodass auch Angler mit einer Gehbehinderung gefahrlos ihrem Hobby nachgehen können. Angeln ist mehr als Fische aus dem Wasser zu ziehen.